Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Erstmal Entschuldigung für dieses Erscheinungsbild, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich bin aktuell krank. Nicht ganz so schlimm mehr. Ich habe mich heute ein bisschen geschont bis jetzt. Habe heute von zu Hause aus Schule gemacht und ja, ich habe eine leichte Mandelentzündung in Kombination zusammen mit einem Virus. Also, aber jetzt nicht Corona oder so. Also, die Frau meint einfach Virus, sowas wie Grippe oder Erkältung. Und ich soll mich einfach ein bisschen schonen, mache ich auch. Aber ja, bevor es weitergeht, geht's erstmal los mit dem Vlog. Ist jetzt kurz nach 16 Uhr. Es ist noch erstaunlich hell. Und jetzt bitte mal eben kurz nicht erschrecken. Jetzt kommt was. Ja, das mache ich, damit meine Haare nicht in meine Augen reinstechen. Ja, ich habe so mit einem Gummiband. Weil sonst stechen die Haare sind gerade genau bei so einer Länge, wo die ins Auge so reinpieksen. Das muss man sich erstmal angeguckt Zu haben. Hause kann man sowas machen. Zu Hause? Kann man machen. So, was habe ich jetzt vor oder was haben wir jetzt vor? Du bleibst ja hier zu Hause, noch ein bisschen erholen und es ist draußen auch gerade bei uns hier in Bremen sehr kalt. Also wir haben Schnee. liegt Schnee, wir haben Minusgrade. Ich werde jetzt ein bisschen Mone treffen am Roland. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis es dunkel wird. Denn dort gibt es wieder, wie in jedem Jahr, in den letzten Jahren, diese angestrahlten Gebäude, die wir uns angucken wollen. Ja, und das gucken wir uns heute an. Nachdem wir das hier da verkraftet haben. Ja, und dann gehe ich jetzt mal langsam los. Was machst du? Bisschen erholen, bisschen Chili-Mili machen. Was seit ein paar Jahren hier ein Highlight immer ist, in den kalten Monaten, ich glaube, es ist immer irgendwie im Januar für 2, 3 Wochen, die Lichter der City, da werden so schöne historische Gebäude angestrahlt. Immer wieder anders, manchmal auch mit Musik, manchmal bewegt es sich, manchmal bewegen sich diese Darstellungen nicht, aber ich finde es immer wieder toll und gucke es mir auch jedes Jahr an. Jetzt warten wir erstmal, dass es dunkel wird, dass es auch anständig gut aussieht. Wird noch ein bisschen dauern. Also, ganze Zeit ist es immer dunkel abends, wenn man von der Arbeit kommt oder so. Wenn man mal Dunkelheit braucht, dann ist es natürlich nicht da. Aber gut, wir wollen nicht meckern, wir wollen das hier mal ein bisschen genießen. Wie man sieht, meine Haare werden von jedem Clip, der von mir ist, immer schlimmer und schlimmer, aber. Ja, ich habe heute einfach kein Haarspray reingemacht. Also ich habe heute einfach nichts mit meinen Haaren gemacht, außer sie zu waschen. Ja, ich wollte mir was zu essen machen. Hier habe ich einmal so diese Bolognese-Soße und Spaghetti habe ich dazu auch. Aber wer mich kennt, weiß, ich mag Spaghetti einfach nicht. Was komisch ist, weil ich Nudeln gern mag. Und bevor jetzt alle schreiben, welches Kind mag kein Spaghetti? Diesen Kommentar habe ich schon zigmal gelesen und auch zigmal beantwortet und deshalb beantworte ich ihn hier für euch, damit ich es nicht in den Kommentaren zigmal machen muss. Ich weiß es selbst nicht, es schmeckt mir einfach nicht, hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie, keine Ahnung, hat nichts mit der Form zu tun, weil das macht ja nichts mit dem Geschmack, ist mir auch klar, aber irgendwie mag ich nicht so gern. Was mich immer frage, wenn ich das esse, wenn dann esse ich erstmal immer nur diese ganze Bolognese-Soße und die schmeckt mir auch am besten, da habe ich dann noch so ein paar. Ja, Spaghetti mal da drin und was ich heute mal versuche, viele finden es vielleicht ekelhaft, aber ich stelle es mir eigentlich recht lecker vor. Ich esse einfach nur die Bolognese-Soße mit, keine Ahnung, vielleicht finde ich gleich noch Weißbrot oder ein Baguette und dippe das dann dazu ein bisschen. Also mach mir nur die Bolognese-Soße warm. Thank you.
man hört's nicht. Falls man's hört, das sind Handwerker. Ja, ich habe das jetzt in so einen Suppenteller alles reingepackt. Sieht ein bisschen aus wie ja, Essen, was schon mal gegessen wurde. Oder zumindest halb verdaut wurde. Doch, ich mache es so ekelhaft, tut mir leid, als wenn das nicht schon ekelhaft genug wäre. Aber es soll schmecken und ich glaube, mir schmeckt das. Also packe ich das jetzt einfach so in die Mikrowelle rein und ja, guck dann mal, ob es so ist, wie ich es mir vorstelle. Aber Spaghetti ist einfach nicht so mein Ding. Aber die Bolognese-Soße finde ich geil. Das ist das einzig Geile an Spaghetti. Jetzt habe ich vergessen, den Deckel aufzumachen. Hoffentlich geht das Ganze nicht in die Luft. So, durchgefroren sind wir und zwar volle Pulle. Wir haben draußen minus 4 Grad. Jetzt sitzen wir hier schön im Edelweiß und wärmen uns auf mit einem kalten Bier. Mit einem kühlen Getränk erstmal. Köstlich. Abends gibt es ja hier immer auf Kosten des Hauses oder auf Einladung des Hauses ein Baguette mit irgendeinem Dip. Jedes Mal anders. Heute haben wir Thunfisch-Dip. Klingt sehr lecker. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Ja. Hätte ich nicht besser gekonnt. So, ich würde sagen, das langt. Und gucken wir mal, ob das Ganze überhaupt warm genug ist. Dafür wechsle ich mal eben die Kameraposition. Bevor der nächste Kommentar kommt, ja, ich weiß, ich bin noch komischer, ich esse es mit einem Teelöffel, aber ich mag es gern mit Teelöffeln zu essen, weil ja, diese hier fühlen sich voll clean in der Hand an und dann hat man viel länger was zum Essen. Ich bin so ein Typ, der guckt da bei YouTube. Ich weiß, ist eigentlich nicht so gut, aber ich glaube, es macht einfach jeder. Und man soll sich eigentlich nur aufs Essen konzentrieren, aber ich mag es einfach, irgendwas zu gucken, dabei Essen zu essen. Das könnte ich stundenlang machen. Ich könnte eigentlich stundenlang essen. Und ja, probieren wir mal, wie Bolognese-Soße pur schmeckt. Ja, ihr erwartet jetzt wahrscheinlich irgendwas Komisches, aber genauso habe ich mir vorgestellt und erhofft. Also, Bolognese-Soße pur ist besser als mit Spaghetti drin. Meiner Meinung nach. So, ich habe mir die kleine Achse bestellt. Mit einem kleinen Messer wird sie auch geliefert. Ja, sieht ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht genau, was John schon erzählt hat. Wir filmen ja heute ein bisschen getrennt. Wieso schon nicht mit dabei? Er hat sich eine Mandelentzündung eingefangen. Ja, was soll ich sagen? Aber er wäre auch, glaube ich, sonst heute auch nicht mitgekommen, weil er lieber an der Playstation was gemacht hätte. Apropos Mandelentzündung, also ich als Kind hatte früher damit auch sehr zu kämpfen. Also ich hatte das, also wenn ich krank war, war es Mandelentzündung und zwar richtig schlimm mit Fieber und allem drum und dran. Seitdem die Mandeln rausoperiert worden sind, war alles weg. Aber Johnny ist es zum Glück nur eine leichte Mandelentzündung, glaube ich. Also, ja, was soll ich sagen? Darum sind wir heute alleine hier, wollte ich sagen. Das war die Erklärung dafür. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie es hier weitergeht. Ich glaube, ich werde diesen großen Koloss hier nicht schaffen. Ja, ich freue mich zwar aufs Schnitzel, ist ja eins meiner Lieblingsessen, auch als, aus Kindertagen. Da war für mich immer ein Fest, wenn es mal ein Schnitzel gab, aber ob ich das schaffen werde, ich bin mir auch nicht sicher. So, wie erwartet, meine Haxe habe ich nicht geschafft. Ich habe noch nie in meinem Leben, muss ich mal sagen, ich habe noch nie im Leben eine Haxe im Restaurant geschafft. Für mich unmöglich, einfach zu viel. So, und bei Simone wird es da so ungefähr aus. Ich kämpfe noch. Ich glaube, das Schnitzel schaffe ich, aber ob ich die Pommes schaffe, weiß ich nicht. Thank you.
man sieht, vielleicht sieht man es auch nicht, weil ich einen anstrengenden Tag hinter mir habe, aber ich bin wieder gesund und ja, womit geht's jetzt weiter? Auf dem Kopf sieht er auch besser aus, muss ich mal jetzt sagen. Jetzt gerade, weil ich halt den ganzen Tag gesehen wurde, aber jetzt bin ich zum ersten Mal so richtig zu Hause und kann abschalten und bin für mich alleine, also nach dieser Aufnahme hier und dann ja, wird mir auch, ich glaube, ich mache es alternativ, ich setze mir eine Cap oder so auf den Kopf, aber darum geht's jetzt nicht. Ja, worum es jetzt geht, ist, glaube ich, sehr schwer zu erahnen, glaube ich, oder? Wir haben hier nämlich, es steht schon drauf, worum es jetzt geht. Ich habe was ganz Tolles von einem Arbeitskollegen von mir geschenkt bekommen. Das ist wirklich noch original. Nicht nur ein Arbeitskollege, auch ein Freund von dir. Ja, natürlich. Aus der Zeit des Gameboys von Nintendo. Ja, das ist wirklich Vintage. Das ist wirklich Vintage. Ich glaube, man kriegt ja nicht mal ein Gameboy neu. Nein, gibt nicht. Und dann meine ich so ein Zubehör, das ist heftig, aber es bleibt ja nicht nur bei dem ein Zubehör hier, sondern wenn wir den Koffer einmal aufmachen, ich habe mal Angst damit. Ich zeige schon mal eben in der Zeit, was der Gameboy überhaupt ist, für die, die es nicht wissen. Das ist der Gameboy. Das ist, glaube ich, die erste tragbare Spielkonsole, die es so gab. Ich habe früher noch mal so ein anderes Ding gehabt, so kleine Teile, wo man ein Spiel drauf spielen konnte, wo man das aber nicht auswechseln konnte. Das ist er. Und der ist erschienen 1990. Und dieses Teil ist auch ungefähr so alt. Ja, so, jetzt dazu, bevor Stefan mich unterbrochen hat. In dem Koffer hier, das ist halt, das kenne ich nämlich noch so, ich habe früher, war ziemlich viel unterwegs mit der Konsole PSP und dort hat man ja so ein kleines Case gehabt, wo man die Spiele und so alles reingestopft hat. Und ja, hier ist noch alles ein bisschen größer. Hier kann man die Spiele nämlich reintun. Hier sind noch so einzelne Cases drin, wo die dann geschützt sind und da reinpassen. In jeder Reihe, da passen 3 Spiele rein. Und ja, dann, so wie Stefan meinte, ist hier noch ein Akku, dass man unterwegs irgendwie aufladen kann. Ja, das waren wir auch neu. Da haben wir noch nicht ausprobiert, weil wir damit nicht rumgelaufen sind. Aber jetzt kommt's zum Gameboy an sich. Stefan hat das Spiel Tetris rausgesucht. Kultspiel für den Gameboy, würde ich sagen. Die Musik alleine. Ja, ich glaube, man hat es gehört. Ja. Total einfach, aber das war wirklich, ja, so war das früher. Ich habe ja so ein Teil nie gehabt, aber ich glaube, ich habe eins gehabt. Simone hatte sowas früher. Und ihr Onkel auch, weil ich weiß noch, als es bei einem Umzug ging, da war ich mal in einem Kinderzimmer von meinem Onkel und habe da auch einen Gameboy mitgehen gelassen, weil der sonst weggekommen wäre. Ja, und ich muss sagen, das ist so typisch, die Musik ist typisch gerade. Ja, und Tetris, sag ich mal, ist für mich das einzige Spiel, was wir davon, glaube ich, damals auch gespielt hatten, oder? Haben wir auch mal andere Super Mario habe ich auch. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, wenn es um Nintendo geht, also Tetris ist mir zwar auch ein Begriff, aber was ich auf dem Gameboy bis jetzt gespielt habe, ist hier Super Mario Land. Und ich finde, das sieht immer noch voll cool aus insgesamt. Also, auch wenn es nicht Next Gen ist, finde ich, das hat auf jeden Fall richtigen Respekt verdient. Also sogar mehr Respekt als Next Gen, weil das, was wir jetzt haben, haben wir quasi so den Vorgängern zu verdanken. Und ja, aber ich würde sagen, jetzt wo wir hier einen funktionierenden Gameboy haben mit dem Spiel Tetris, was mich damals so verrückt gemacht hat, deshalb bist du so, wie du bist. Ja, würde ich fast sagen, dass wir uns nicht abends hier mal in den Klamotten kriegen, wer den benutzen darf, weil. Naja, das, ich würde eigentlich ganz Spaß. Gut sagen, diesen Gameboy hier, den hat Stefan neulich erworben, weil er in einem sehr guten Zustand ist. Und ja, sagen wir mal so, die Spielebibliothek, die ist ja bei mir. Und während sich alle streiten, habe ich das Vergnügen, das hier zu spielen. Und ich muss mal sagen, es macht genauso viel Spaß, wie es früher gemacht hat. Und weil es gerade so eine alte Konsole ist, ist es auch was Besonderes. So, und das könnt ihr euch weiter streiten. Nee. Wir wollen spielen. Ja. Da will Simone sogar mal spielen, bitteschön. Oh. Sogar noch mit der Originalanleitung des Spiels. So, ich spiele lieber so Sachen wie Super Mario, weil Tetris ist mir zu hektisch irgendwie, weil ich habe da ja eh nicht so wirklich Nostalgie bei, weil es halt nicht meine Zeit ist, aber ich habe auf jeden Fall sehr großen Respekt davor und ja, ich spiele Super Mario, weil das ist für mich so, da muss ich dran denken, wenn ich das Wort Gameboy höre. Es war ein bisschen komplizierter auf dem Bildschirm hier, weil es halt so ein bisschen kleiner ist und man muss ihn so speziell halten, damit man da auch drauf gucken kann.
Und ich glaube, ich habe ein Level geschafft. Da bist du auf jeden Fall, oha, schon mal viel, viel weiter als ich. Ich habe jetzt hier die Nintendo Switch in der Hand, was natürlich... Light. Ja, okay, vom Bildschirm und es ist in Farbe. Natürlich was ganz anderes ist, das merke ich selber auch gerade, aber ich kann es nicht bedienen. Ich merke gerade, ich habe schon zigtausend Knöpfe gedrückt, das Männchen wollte ich gerade sagen, hier Super Mario, ach jetzt geht was los, endlich. Super Mario setzt sich hier gar nicht in Gang, also das ist nicht meine Welt. Abendstimmung. Und wie sehen meine Abende im Moment aus in dieser tristen, dunklen, kalten Jahreszeit? Ja, eigentlich ziemlich unspektakulär. Abendessen vorbereiten. Wir essen ja immer abends warm zusammen. Heute gibt es mal leckere Erbsensuppe. Und was mache ich noch? Nicht hier schon. Ich lese abends sehr viel und ja, sonst passiert hier eigentlich nicht viel. Also ziemlich unspektakulär, wie ich schon gesagt habe, aber vielleicht ist es bei den Jungs ja spannender, was die abends so machen und treiben. Ja, was mache ich so die letzten Abende? Also ich habe mir ja vor einiger Zeit in Köln diese DVD-Box gekauft hier von Wetten, dass. Die habe ich natürlich schon lange durch. Das ist für mich das Allerbeste, was jemals im deutschen Fernsehen gelaufen ist, Wetten, dass. Ich habe mir jetzt dazu noch dann die erste Staffel gekauft. Da sind dann echt die ersten Anfänge aus dem Jahr 1981 mit drauf. Oder da fängt es dann auch an. Total interessant. Von den Gästen her, von den Wetten her, aber auch davon, wie das Ganze aufgebaut ist. Also völlig andere Struktur noch von der Sendung, als wir das gewohnt sind von heute oder von den letzten Jahren, wo es Wetten, dass noch gab. Also haben die Spielregeln sich ein bisschen geändert mittlerweile, ne? Oder mittlerweile, es gibt die Sendung ja eigentlich gar nicht mehr. Und ja, ich bin selber gerade ganz fasziniert. Ich habe es nämlich früher auch immer geguckt mit meinen Eltern. Das, ja. Das war bei mir zu Hause immer Pflichtprogramm. Und ich fühle mich, wenn ich das heute angucke, fast so wie früher. Es ist so gemütlich und ich gucke es meistens abends vorm Einschlafen. Man schläft ein wie ein Baby. Wie ein kleines Kind, wie man früher eingeschlafen ist, nachdem das dann live ausgestrahlt worden ist auf einem Samstag. Man fühlt sich dabei so wohl. Und hier sehe ich gerade zum Beispiel den ersten Auftritt von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass. Nämlich nicht als Showmaster, sondern als Kandidat nebenbei gesagt. Also absolut interessant. Das ist für mich wirklich Fernsehen der ersten Stunde so für mich. Und ich muss ja sagen, ich gucke es ja nicht mit. Aber war denn schon die spektakuläre Wette bisher mit den... Wärmflaschen, die aufgepustet wurden und zerplatzt sind. Ja, die war ja schon in der ersten Folge. Ach, ja, weiß ich nicht. Mit Kurt Jürgens als Wettpartner. Also ich schwärme davon wirklich. Und sowas hat man nicht vergessen, solche Sachen damals. Ne? Nee, ich liebe es heute immer noch. Und da vergehen meine Abende hier mit wie im Fluge. Wenn ich jetzt alles durch habe, ist vielleicht schon Frühling. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das habe ich ganz schnell durch. So, was mache ich abends? Entweder höre ich Musik oder sitz auf dem Bett und höre Musik. Ne, das habe ich gerade schon gesagt. Oder spiel oder telefoniere oder gucke einen Film. Also das ist bei mir so einfach Abendstimmung mit gemütlichem Licht. Das kann man jetzt leider nicht sehen, weil wir halt für die Kamera gerade das ein bisschen hell gemacht haben, damit das anschaulicher ist und nicht, weil sonst rauscht das sehr. Also kann man das kann man schlecht zeigen, aber ich finde gutes Licht, was mit dem Vibe der Musik verbunden ist, das macht mir Stimmung und aktuell spiele ich das Spiel Spider-Man 2. Das finde ich bockt, auch wenn man mal jetzt keine Mission spielt, sondern einfach durch die Stadt schwingt. Das macht richtig Spaß. Neuer Tag, neues Glück, neuer Spaß, wie ich hoffe. Ich habe mir was überlegt, eine kleine Herausforderung, wo die Jungs mir zeigen können, dass sie vielleicht etwas schlauer sind oder ein bisschen kompetenter als ich, was die Küche und die Küchengeräte angeht. Dieses Gerät, den Dosenöffner, kennt jeder. Die Jungs kennen den auch. Ganz einfach in der Handhabung. Dieses Ding von Tupperware hat mich hier schon zum Verzweifeln gebracht. Ich würde es am liebsten wegschmeißen. Bevor ich das tue und mich dazu entscheide, gucke ich mal, ob die Jungs damit umgehen können. Und dann können sie nämlich gleich ihr Mittagessen selber machen. Zur Erklärung, wer es nicht weiß, hier ist ja wie so eine Zange, so ein Greifer. Man klickt das hier rein, dann ist schon das erste Loch und dann dreht man einfach hier nur und dann dreht sich das Ding um und der Deckel geht auf. Hier viel Spaß, wie das funktionieren soll. Ich weiß, es funktioniert, aber
Ja, Jungs, was sagt er dazu? Also war deine Idee... Bitteschön. Also war deine Idee, dass wir eine Dose öffnen? Ja. Guck mal dein Handy, dann fotografieren wir das Ding ab und suchen uns eine Anleitung im Internet. So einfach geht das. Hast du schon mal was damit gemacht? Das habe ich auch getan. Ich habe mir im Internet, gibt es Kurzvideos darüber, habe ich mir bestimmt 10-mal angeguckt und es nicht hinbekommen. So. Entweder macht ihr das jetzt so auf. Oder das Ding ist einfach schrott. Oder, ja, ich würde es auch hinstellen dabei lieber. Ich muss ja erstmal gucken, wie das hier... Ja, also das System ist ja allen vertraut. Ich glaube, dieses hier ist das bessere System. So, was mir schon aufgefallen ist, dieses Rote hier kann man so auf und zu klappen. Und wenn man dann mal auf der anderen Seite guckt, bewegt sich das Gerüst dann mit, aber... Das kann man dann nur... Muss man ja so machen. Kann ja so schwer nicht sein. Aber es war schon mal nicht so richtig verkehrt. Es kann ja nur sein, dass es dazwischen muss. Und das muss halt am, dieses hier muss ja am Dosenrand entlang laufen, würde ich mal sagen. Also ist das die Führungstür. Klar, dreht sich ja. Tja. Darf ich mal ausprobieren? Ich habe die Wut gekriegt dabei, kann ich euch sagen. Ja, die kriege ich gleich auch. Geh mal bitte raus. So, jetzt... Ah, das ist, so ist gut. So, jetzt müssen wir sehen... Warte, ich halte das fest, die Dose. Nee, ich glaube, die muss man... Die muss ich ja drehen, die Dose. Lass mal los, die Dose. Weil ich habe ganz viel Feedback bekommen. Also jeder, der so ein Ding zu Hause hat, schwört da drauf und findet das gut. Aber das Ding ist einfach kaputt und stumpf. Nein. Nein. Es ist nagelneu. Hast du damals schon mal eine Dose geöffnet, Simone, ist meine Frage. Zur Hälfte habe ich es hingekriegt. Und dann habe ich aber auf das Altbewährte zurückgegriffen, weil ich so viel Zeit nicht hatte. Okay, wie schon, du machst das eben gerade schon mal richtig. Wie hast du das gemacht? Auf. Draufsetzen, das passt perfekt drauf. Dann zumachen. Auf die andere Richtung. Ne, jetzt ist das Ding ab. Aber weil die Dose auch schon verbeult ist, darum ist es abgegangen. Lass mal hier hin. Man riecht aber schon. Ist das schon aufgegangen, meinst du? Marie, ich rieche schon Tortellinis. Nee, das sind aber Raviolis. Naja, ist die gleiche Putze. Das heißt. Vielleicht macht er ja so eine scharfe Kante, dass man das gar nicht sieht, wo man schon... Oh! Das ist offen. Ah, das ist ein ganz anderes System. Siehst du, ist ja. Und nun? Ich mach mal ab. Ja, nun ist offen. Ah! Aber ist das nun so viel besser als das andere? Ja, schon, oder? Das ist auf jeden Fall anders. Und ich glaube, was ja bei diesem anderen System immer das Problem war, dass der Dosendeckel, der ist dann immer so gewesen, dass man dann irgendwie immer hinterhaken musste, um den aufzubiegen. Dieses hier macht das Ding ganz ab. Du kannst es ja mal zeigen. Was ist das denn jetzt noch? Nee, ja, noch einer. Von einer werden wir wohl nicht sagen. Achso, gibt es auch die Billigravolis zum Mittagessen? Oh. Hier geht es ja so. Wie kommst du darauf? Kann das sein, dass unsere Videos faken? Wie viel schneller geht das? Ja, aber jetzt kommt's. Hä, ist es nicht genau gleich eigentlich? Oder kann man sie auch ganz abmachen? Hä, es ist doch genau so gleich. Das ist nämlich das Problem, was ich meinte. Entweder lässt man hier so ein kleines Stückchen dran, dass man es hochbiegen kann, oder man hat jetzt die Soße. Naja, geht auch. Ja. Also, ihr wollt ihn behalten. Wir haben uns ja, also wir haben jetzt bewiesen, wie deine Herausforderung, jetzt kannst du die Raviolis zubereiten. Genau, ich werde sie dann erwärmen. Das kriege ich wohl gerade noch hin. Das wollen wir hoffen. Wir warten dann. So. Ja, für mich wird es auf jeden Fall ein gutes Essen werden, denn von Kindheit an liebe ich Raviolis. Dann hast du mir ja auch schon mal in der Vergangenheit so ein paar Mal gemacht. Ist natürlich kein kulinarischer Genuss, sag ich mal, aber ja. Ich bin mit Mittagessen zufrieden, wenn es sowas gibt. Ich weniger, das ist jetzt hier nur so ein Notfallplan.
Ich kenne die auch aus Kindheitstagen oder von Kindheitstagen an, aber das war jetzt nie so der Brüller. Ist natürlich was ganz anderes, wenn man die frischen Ravioli beim Italiener im Restaurant bestellt. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Ja, die will ja auch keiner haben jetzt aber hier zu Hause. So, warm machen. Ich habe schon Hunger. Erwärmen ist immer nicht so mein Ding. Ich muss erst mal probieren, ob es wirklich heiß geworden ist. Mit Liebe aufgeklatscht. Ja, wie gesagt, der Probebissen, also ich weiß schon, worauf ich mich hier einlasse. Das ist furchtbar. Das ist echt nur eine Ausnahme, das zu essen. Weil die einfach so wabbelig sind. So, wie gesagt, eins meiner Lieblingsgerichte. Wenn es mal einfach sein soll. Ich finde, geht auch immer, kann man immer essen. Lecker. Also öfter als einmal im Jahr brauche ich das auch nicht. Also furchtbar. Das war deine Idee. Mhm. Eigentlich solltet nur ihr das essen. Ja, es geht so. Also. So, und Ravioli schmeckt mir auch sehr gut. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gegessen, aber ich weiß noch, früher habe ich das häufiger und gerne gegessen. Also, ja, schmeckt. Seit ein paar Tagen, was lachst du? Seit ein paar Tagen wartet hier ein Paket darauf, ausgepackt zu werden. Das ist von Katharina aus Hessen. Wir sagen schon mal danke. Dankeschön. Und sind alle gespannt, was drin ist. Sie hat uns schon zwar verraten, ups. Mir hat sie noch gar nichts verraten. Ja. Über Instagram, dass für Stefan ein Bier da drin ist, in der Hoffnung, dass er das in seiner Bier-App noch nicht hat. Und sie hat es sehr gut eingepackt. Und Süßigkeiten. Uiuiuiuiui. Eins ist Gold. Ich würde sagen, da kennt aber jemand unsere Vorlieben. Und lecker, lecker, lecker. Vielen Dank, Katharina. Ja, also Stefan, ein Licher Pilsener. Ich glaube, das war regional, hat sie gesagt, aus der Gegend. Also vielen lieben Dank. Können wir kalt stellen? Ach, noch eins. Meine Güte. Wir sagen ja. Dankeschön. Genau. Also ich werde mir, glaube ich, eins davon für mich schon zurücklegen. Das futtert sich nämlich ganz gut beim Bücherlesen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so gedacht, das ist für dich, das ist für Stefan und das ist für mich. Das könnte auch sein, aber ich teile absolut gern mit dir. Vielen Dank. Du hast keine andere Wahl. Genau. Ja, auch von mir vielen, vielen Dank. Ich habe eben nachgeschaut, ich habe das Bier noch nicht in meiner App, habe also das Bier, glaube ich, auch noch nie getrunken. Vielen Dank dafür. Was der Kolibri natürlich darauf zu bedeuten hat, das werde ich ja vielleicht sehen, wenn ich das Bier probiert habe. Ja, das war's. Ein Video aus der kalten Jahreszeit, ein neues. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns freuen über ein Abo, über was eigentlich noch? Ein Kommentar, ein Filter noch. Und Like, genau, das war's. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.